So, Mahlzeit. Neuigkeiten hier zum Kung Fu Flash Modul. Habe ich ausprobiert bei Monkey Island, habe ich ausprobiert bei Eye of the Beholder, sobald ich eine Speicherdatei in eine CAT-Datei speichere. Das heißt, sobald ein Save Game auf der CAT ist und diese Cartridge sich ändert, sprich durch einen Speicherstand, und ich entferne die CAT-Datei oder ich möchte die CAT-Datei speichern, also ich gehe quasi in das Menü zurück, fragt mich das Kung Fu Flash-Modul, ja, möchtest du die CAT überschreiben? Und dann sage ich ja, und damit habe ich dann quasi den Speicherstand gesichert. Das bedeutet, die Funktion, die hier bei dem Easy Flash-Modul drauf ist, man hat mir ja gesagt, der einzige Vorteil, sage ich jetzt mal, an diesem ist, dass ich hier nicht nur hier quasi 7 Cartridges einlegen kann, sondern auch, dass ich die Save Games hier drauf gespeichert habe. So ist es mir versprochen worden. Ich kenne mich halt nicht aus, ich kann es halt jetzt nicht sagen. Aber jetzt habe ich halt festgestellt, dass hier auf diesem Kung Fu Flash Modul, sobald ich eine Save-Datei erstelle, also ich baue dann eine Save-Datei, ändere irgendwas an der Speicherdatei oder sonst irgendwas, save quasi auf der CAT und ich gehe dann ins Menü vom Kung Fu Flash Modul, sagt das Kung Fu Flash Modul, möchtest du die CAT überschreiben? Und dann sage ich ja. Und das Save-Game ist sicher. Aber ich habe ja dieses wunderschöne, das muss ich noch einmal zeigen, Easy Flash Modul bekommen. Mit diesem wunderschönen Monkey Island Aufkleber. Aber wir spielen ja jetzt nicht Monkey Island, sondern wir spielen hier Eye of the Beholder. Da habe ich im Forum 64 den Entwicklern Bescheid gegeben. Ich glaube, ich habe den Raum falsch benannt. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich glaube, die wissen schon, was ich meine. So. Wir gehen also zurück zu Eye of the Beholder. Wir schnappen uns die Maus, die angeschlossen ist. Und ich hoffe, dass die Musik jetzt nicht so laut ist. Sollte einigermaßen okay sein. So, wir laden ein altes Spiel. Und zwar von Flash. Weil wir haben es ja darauf gespeichert. So, wir sind in der Map. Ich wollte ja diesen Zombies aufs Maul hauen. Habe aber bei einer Probe festgestellt, ich habe hier da die Karte noch nicht richtig aufgedeckt. Ich glaube, ich habe die Karte in einem früheren aufgedeckt, bevor ich gestorben bin. Deshalb würde ich sagen, klären wir zuerst die Karte. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, wo ich bin. Ich gucke in die Richtung, dann muss ich in die Richtung, das ist richtig. Jetzt muss ich gerade gucken. Ich muss also quasi hier geradeaus durch. Sekunde, stopp, halt, da wollte ich nicht hin, Panik, Angst, Moment, nein, hier, nach Süden, nee, warte, ich muss nach Osten, richtig, Osten gucken, ich muss nach Osten gucken, richtig. Und jetzt kann ich hier rein und dann bin ich da, wo ich die Map noch nicht erkundet habe. Und hier kommen wir wieder zu dem Punkt, da. Wenn ich den Punkt hier vorne erreiche, also da vorne den Punkt erreiche, hier quasi, passiert Folgendes. Ich springe wieder nach Osten. Und, ich bin eigentlich quasi gesprungen. Ist ja nicht schlimm. Bin ja sowieso daher. Genau. Wir wollten die Ration mitnehmen. Apropos Ration. Wie sieht es mit Hunger aus? Wir haben auch Hunger und auch Durst. Sekunde. Dann würde ich sagen... Warte. Es hat gerade ein komisches Geräusch gemacht. Wenn ich das nehme, löse ich etwas aus. Richtig? Sekunde. Dann will ich zuerst gucken, was sich ändert. Vom Flashladen. Wir fangen nochmal dort an. Moment, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Hier komme ich wieder raus. Genau.
Okay, ich gehe nach Osten. Hier ist ein Drehpunkt. Hier ist eine Drehscheibe. Okay. So, wollen wir mal gerade gucken. Nach Osten. Ah! Ich bin hier. Naja. So. Aber ich gehe mal hier durch, weil hier finde ich Pfeile. Ich finde geile Pfeile. Black Fairy wird, glaube ich, meine Archer. Kann ich hier irgendwo raus? Theoretisch kann ich hier raus. Naja, bin ja ein bisschen feige. Ich speichere mal auf Flash. Ich kann da raus, da gehe ich rein. Ich habe nämlich ein bisschen Panik. Und nein, das ist kein Amiga. Ich bin jetzt im Commodore, ich bin jetzt in meinem letzten Part angesprochen worden. Das sieht nicht aus wie ein C64. Doch, es ist ein Commodore 64. Kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Hier. Das ist der Commodore hier, Commodore 64. Das hier ist immer noch der Schutzaufkleber, der drüber ist, damit das Ding kein Staub oder irgendwas abkriegt. So, ich habe natürlich auch noch einen Brotkasten. Also sowas hier. Den habe ich auch. In zweifacher Ausführung. Ja, bei dem fehlt mir noch das Mainboard. Okay. Aber da wollten wir nicht hin. Wir wollten dahin. Und zwar, stimmt, ich wollte noch meine Maus. Maus. Bleib doch liegen, du Idiot. So. Gut, die Maus. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nach vorne. Wo sind wir jetzt? Okay. Keine Monster. Ah, Rationen. Rationen, Junge. Rationen. Mach mal rein hier, Rationen. Warte mal. Jeder hat noch eine Ration. Okay. Sonst irgendetwas? Ich kann ihn nicht annehmen. Ich kann nicht annehmen, dass das alles war. Warte mal. Okay. Hier kann ich durch. Ich glaube, hier komme ich wieder zurück. Da kann ich auch nichts machen. Da muss ich mal ganz kurz auf meiner Karte gucken. Die Karte da, die Karte. Ich bin. Ich bin in einem Ort, der auf der Karte nicht drauf ist. Ich bin nämlich hier. Das ist ja cool. Also mehr oder weniger cool. Weil wenn das schon auf der Karte nicht drauf ist, dann habe ich einen Ort gefunden, der sekret ist. Aber liegt hier noch irgendwas auf dem Boden? Liegt hier noch irgendwas auf dem Boden? Was? Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin wieder durch. Bin wieder durchgegangen. Nee, Moment. Nee, klar, hier geht's lang. Okay. Irgendwas hat sich verändert. Sobald ich das hier nehme, ist nämlich Ferry erlangt eine neue Erfahrungsstufe. Okay. Gut. Ferry ist schlauer als vorher. Ja, ich habe von der Frau nichts anderes erwartet. Ich habe ein Level abbekommen. Das war ein Level ab. So. Gut. Sehr gut. Ich habe einen geheimen Ort gefunden, der nicht auf der Map verzeichnet ist. Finde ich gut.
Moment, jetzt muss ich eigentlich hier wieder raus. Moment, wenn ich da hingehe. Okay, dann sollte ich theoretisch, wenn ich mich jetzt rumdrehe. Okay, also muss ich da lang. Moment. Dieses schleimige, stinkende Abflussrohr lässt nichts erkennen. Gut. So, dann sind wir wieder hier. Okay, ich habe jetzt genug Rationen, denke ich schon mal. Ich habe auch jetzt einen Schlüssel. Und ihr kennt ja meinen Spruch, wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon ein Speicherpunkt wert. Also sichern wir wieder in der Flash. Ich finde es geil. Exit. Exit. So. Unten links. Hier muss ich noch hin. Und hier muss ich noch hin. War ich da gewesen? Ich glaube, da waren die Dingenskirschens. Zombies. Zombies. Okay, wir gehen mal zuerst darüber. Okay, eigentlich wollte ich nicht da lang. Stimmt. Moment, Osten, Süden. Wo muss ich? Ah, doch, wollte ich doch hin. Da wollte ich hin. Aber da ist irgendetwas. Dumpfes Gelächter erhaltener Ferne. Okay. Dann kriegt Black Fairy wieder einen Stein. Was ist das? Was für eine seltsame Rune ist dies? Okay. Was ist, wenn ich. Was hat er da? Schild. Ach nee, den Schild lasse ich dem, ja. Nicht dann Stein. Nee, einen Stein habe ich ja Fairy gegeben. Sekunde. Ich habe doch. Wo ist denn das Skelett? Ich habe Ahmed verloren. Soll ich vielleicht da angreifen? Aber geil! Hey, Black Fairy kann sich jetzt endlich mal wehren, Alter. Die hat jetzt 2, 4, 5. Der gebe ich nur noch. Alter, der gebe ich nur noch Steine. Der gebe ich nur noch Steine. Hier, hast du mal. Was haben wir dann da? Pfeil genommen. Na, den Pfeil lassen wir mal. Aber ich denke mal, so ein. Ein Dolch. Etwas Geiles. Warte mal, kann ich Black Fairy die Pfeile auch geben? Alter, die können sogar gesteckt werden. Wie geil ist das denn, bitteschön? Mit dem Essen warte ich noch ein bisschen. Ja, wir essen ja zeitig, aber. Es ist wir essen Zeit. Ja, der war gut. Ich fand den klasse. Magie entdecken. Hops werfen. Magie entdecken. Hops werfen. Magie entdecken. Okay. Habe ich jetzt gerade was falsch gemacht?
Moment, da ging es nicht weiter. Da ging es nicht weiter, da ging es weiter. Habe ich gerade. Für Zauber beten. Segen, leichte Wunden heilen, leichte Wunden Magie entdecken. 0 von 2 übrig. Okay. Dann Schriftrollen. Es gibt keine Schriftrolle, alles klar. Zauber lernen. Rüstung, Magie entdecken. Ich habe aber auch nichts. Magisches Geschoss. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Wollte ja noch die Zombies erledigen, gell? Gut, dann würde ich sagen, speichern wir hier wieder ab. Ist ja nicht so, dass ich hier Angst hätte. So ist es nicht. Also, Angst habe ich keine. Nee, bin sehr mutig. Ja. Sehr gut. Ich bin klug. KLUK. Ich bin klug, Alter. Was? Okay. Wie jetzt? Das war's? Nö. Kann ich hier nicht annehmen. Das ist doch nicht möglich. Klaus Löhr kann sich fassen, das muss doch hier irgendwie weitergehen. Hallo. Tandorong. Was für eine seltsame Rune ist das? Ja, wenn ich das ja wüsste, ne? Leute, wenn ich das wüsste, dann wüsste ich mehr als ich jetzt wäre. Wer weiß. Soll ich vielleicht wieder mal ein Messer hinschmeißen? Ja, das mit dem Pfeil war ja ein Kalter, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. So. Lernt mein Magier, dumm gefragt in die Weltgeschichte, lernt er auch irgendwann einmal Dingskirchens na, Runen lesen. Das Wort, nach dem ich gesucht habe. So, ich würde sagen, wir haben einen Schlüssel. Jetzt die Frage, wie machen wir weiter? Wir haben ja den Part mit dem Loch. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Du hast einen Nahrungs, du hast einen Nahrung, du hast zwei, du hast auch zwei. Ich will aber für beide noch was haben. Das heißt, ich gehe da oben links. Also nach Norden. So, da vorne sind die Löcher. Und da geht es, glaube ich, auch nicht weiter. Dann würde ich sagen, speichern wir mal hier ab, dass wir zuerst nochmal den Weg hier gehen. Und dann gehen wir, wenn wir da nicht weiterkommen, laden wir wieder und gehen den anderen Weg. Nicht? So, das sieht man nach einem Plan aus. So. Das Team bricht die Tür auf. Sia bricht die Tür auf. Geilst. Ihr wisst ja, wenn einem so viel Gutes widerfährt, ne? Leute! Da ist er. Da ist schon wieder dieses Symbol. Und da ist auch wieder so eine Kette. Oh.
Ich habe gesagt bekommen, ich kann den damit verletzen. Zumindest mal anknacksen. No Ammo. Ja, macht ja nichts. Da werden wir uns gleich drum kümmern. Wir haben hier schon ein bisschen vor und dran gespeichert. Es war ein sehr leichter Gegner. Ja. Das war ein sehr leichter Gegner. Ich fand das eigentlich sehr leicht. Der war ganz cool. Der hat mir sogar richtig Spaß gemacht. Ich dachte zwar nicht, dass ich den jetzt besiegen kann, aber ich gehe schon davon aus, dass das mit dem am Anfang durch diese Gitterstäbe schießen, dass das schon ein bisschen Sinn gemacht hat. Da haben wir einen Trunk. Sonst nix. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo Ruhen finden. Gibt's hier irgendeine Rune, wo man durch kann? Hier irgendwo eine Rune, wo man durch kann? Trank genommen. Jetzt ist halt die Frage. So, Black Fairy ist mal was. Er ist mal was. Er ist mal was. Und sie ist auch mal was. Und dann würde ich sagen, ausruhen. Und der Heiler soll mal das Team heilen. Das ist eine sehr, sehr... sehr, sehr gute Idee. Ich glaube, jetzt hätte ich sollen. Optionen in Flash sichern. Weil wir sind ja schon sehr weit gekommen, was ich ganz gut finde. Und jetzt müssten wir eigentlich aus diese Tür. Da traue ich mich aber nicht. Ich traue mich nicht. Aber der Papa ist ja nicht ganz doof. Der Papa hat ja eine Map. So. Wir sind jetzt hier. Und hier ist... ich habe keine Ahnung. Da. Also wir sind jetzt... Moment. Da sind wir. Da. Wir haben noch eine ganze Menge vor uns. Leckt mich am Finger. Also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja... Die Map ist ja bald doppelt so groß wie die Map davor. Und die Map darunter ist ja nochmal doppelt so groß wie das davor. Das ist ja Wahnsinn, ist das ja. Fast. Genau. Übrigens, ein kleiner Lifehack, wie man das Ding so schön nennt. Erstens, ich hasse es, dass diese Kleber für Disketten zuzumachen hier nicht mehr kleben. Die kleben in Scheiß. Übrigens, Quest for the Night. Wenn ihr mal Disketten auf Vorrat, nur so am Rande, kann man so da. Wenn man die Diskette drin hat und weiß nicht, wohin damit, nicht? So, und ich weiß, ich würde gerne wissen, warum die scheiß Kleber da nicht mehr halten. Ist halt alles Kakadu. So, wir sind da. Ich würde sagen, wir machen dann weiter. Kriegen wir die Tür auf. Niemand schafft es, diese Tür zu öffnen. Ist ja klar.
Okay, wir kommen also hier jetzt momentan nicht wirklich weiter. So, darüber schaffe ich jetzt momentan auch nichts. Aber ich muss ja das irgendwie aufkriegen. Weil ich habe ja jetzt weder einen Schlüssel bekommen noch sonst irgendetwas. Die hat ja nichts fallen lassen. Die hat nichts fallen lassen. Und hier ist auch nirgendwo. Ich würde gerne wissen. Ja, ich glaube, ich habe mich jetzt verhacksemmelt, ne? Natürlich jetzt blöde. Aber ich glaube, es geht, es gibt einen Weg. Es gibt, glaube ich, einen Weg. Moment, jetzt muss ich gerade gucken. Ich bin da. Da geht's rauf, da geht's runter, da geht's runter, da geht's runter. Blödsinn. Ach so. Wir haben hier keinen Schlüssel. Komme ich denn da jetzt wieder raus aus dieser Sache? Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Was ist das? Nur die Starken sollen passieren. Hier geht es nicht weiter. Ja, aber was war der Unterschied gewesen? Kriege ich diese Tür nicht auf? Muss ich den ganzen Bums wieder von vorne machen? Das ist ja scheiße. Hallo, mein Onkel. Frage für einen Freund. Mit einer Waffe, mit einer bestimmten Waffe kann man die Tore öffnen. Ach so sieht es aus. Ah, das hätte man mir doch auch sagen können. Ah ja, Mai, aber jetzt, host mi, ich hab da ein Problem, ich hab hier. Aha. Ich hab da Problem, ist das doch ein Gegner. Das ist ja ein Drecksbasis, das ist ja ein ganz schlimmer. Kann ich irgendwie, es ist gerade, es ist geil. Alter, es ist richtig geil. Ja, da lacht er, ne? Da lacht der Hops. Hops lacht, ich freue mich mit ihm. Warte mal, ich hatte doch da irgendwo.
Wo war das? War das nicht da? Wo war die andere Waffe? Ich habe irgendwo noch ein Waffensymbol gesehen. Wo war das? Ich glaube, ich weiß, wo das war. Warte, 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 warte. Und zwar da unten. Das ist dann einmal noch daher. Ist das richtig? Genau. Hier. Genau. War doch hier. Hier. Okay. Okay. Okay, cannot reach. Wir gehen mal dahin und gehen mal dahin. Magie entdecken. Nee, da bin ich ja wieder zurück. Da will ich ja nicht. Okay, also Waffen. Dieses Objekt wird automatisch verwendet. Sie hat aber ein Kurzschwert und du hast ein Kurzschwert. Wenn ich aber das Kurzschwert mit dem Dolch tausche, ist nur so eine Idee. So, und dann. Ja, das ist so. Der Dolch ist es nicht, wenn Black Fairy hiermit. So. Hobbs Magie entdecken ist verwirkt. Nee, also ich brauche hier wieder eine Waffe, aber es funktioniert irgendwie nichts. So, und dann kriegt sie wieder. Oh, warte, nee, warte, nicht swappen. Habe ich das jetzt hier? Warte mal. Rrr! Ich hatte doch hier Blitzzauber. Mann. Ich hab jetzt nur da doof. Da hat der Papa jetzt geschlafen und zwar sowas von. So. Sekunde. Nein, da will ich nicht hin. Und zwar wollte ich wieder da hoch. Wir müssen uns merken, Moment, das ist richtig. Wir müssen uns merken, wollen wir das? So, speichern, ganz wichtig. Ich hoffe, dass ich da noch weitere Kampf-Dinger kriege.
Das Team bricht, Sia bricht die Tür auf. Okay. Der lässt nirgendwo einen Schlüssel fallen. Das geht mir doch nicht. Da ist doch was. Sie bricht die Tür auf, alles klar. Ration genommen für Sia. Riesenkräfte. Okay. Schlüssel. Okay. Bekam gerade eine Nachricht. So. Okay, das muss es scheinbar gewesen sein. Hier sind wir dann durch, oder? Guck mal, hier ist noch irgendetwas. Ich bin noch nicht fertig. Sekunde, ich gehe nochmal zurück. Ich bin hier noch nicht fertig. Ah nee, das ist nur die Aussparung. Aussparung! Oh. Hier gibt es aber kein Zeichen, dass ich durch kann. Alles klar. Und jetzt nochmal zurück und dann können wir weiter. Wir haben einen neuen Schlüssel. Hier geht's weiter. So. Und. Und wir haben schon bei 40 Minuten. Leute, wir haben schon bei 40 Minuten. Ich würde sagen, wir speichern hier nochmal ganz kurz ab. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich muss noch eine Runde Pupu spielen. Da freue ich mich schon drauf. Genau. Und dann danke ich euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Patrick Patul. Bye, bye.